Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge in unserem Let's Play mit der Sherman Hill, die ja heute erschienen ist. Und wir schauen uns heute die neue Lokomotive an, die hier mitgeliefert wurde. Und zwar haben wir hier die neue SD70ACE. Wir haben ja noch eine zweite Lokomotive, das ist die SD40-2, die kennen wir aber schon aus anderen DLCs. Aber wir wollen uns heute erstmal nur mit der neuen Lokomotive beschäftigen, die SD70ACE. Und dann werden wir uns in der nächsten Einführung natürlich auch noch mit der anderen Lokomotive beschäftigen. Und dann wird uns hier gezeigt, wie wir am Berg anfahren, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil wir das eigentlich auch mal auf der Sandpatch Grade schon gebraucht hätten. Und dort ist die Steigung sogar noch ein bisschen mehr als hier. Hier haben wir maximal 15 Promille, auf der Sandpatch Grade haben wir bis zu 19 Promille. Deswegen ein bisschen merkwürdig, aber naja, ist ja egal. Wir machen mal das, was hier ansteht. Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb einer SD70ACE in Union Pacific Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über den Start der Lokomotive und den Frachtbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Ja, machen wir. Warum schickt er uns jetzt nach hinten? Aber egal, wir machen so oder so unser Thumbnail hier zuerst. Immer. Ey, Frechheit. Also die Performance der Strecke, die lässt echt so ein bisschen zu wünschen übrig. Nehmen. Als erstes müssen wir den Motor starten. Um den Motor zu starten, muss der Trennschalter auf Start gestellt werden. So, einmal diesen da. Dann können wir uns hier mit irgendwelchen Einstellungen beschäftigen. Die Taste Steuerung und Treibstoffpumpe ermöglicht die Steuerung der Treibstoffpumpen für alle angeschlossenen Lokomotiven von diesem Führerstand aus. Drücken und halten Sie den Motorstartknopf. Jetzt können wir den Trennschalter auf Fahren stellen. Die Lokomotive läuft. Die Tasten Generatorfeld, Motorlauf und Steuerung und Treibstoffpumpe müssen in der führenden Lokomotive aktiviert werden. Ja, das machen wir auch. Ja, kein Problem. Mit der Taste Motorlauf können alle Dieselmotoren des Zuges von diesem Führerstand aus gesteuert werden. Ja, das wäre jetzt die Taste, da war ich ein bisschen vorschnell. Richtungswende rein. Jetzt müssen wir die Bremsen für den gewünschten Betrieb konfigurieren. So, und jetzt geht's hier. Was haben wir denn? Hier hinten haben wir es diesmal. Oh. So, die dynamische Bremse einschalten. Stellen Sie die dynamische Bremse, Sicherheitsschalter auf zugeschaltet. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Aufrufen des Bildschirms, More Options. Okay, jetzt gehen wir in die Bildschirmsteuerung. More Options. Operator Controls. Airbrake Lead. Okay, das kriegen wir hin. Dann auf Cut-In, das kennen wir auch noch von der 4400. Und wir können abfahren. Und dann geht das los hier. Stellen Sie die Weiche wie angezeigt. Ja, machen wir. Warte, die Weiche ist richtig. Hier noch einstellen und dann sollte das hier hoffentlich funktionieren. Was hat denn jetzt die ganze Zeit gepiept? Naja, stellen Sie die automatische Bremse auf Lösen. Wir müssen die Lichter für unsere Fahrt entsprechend einstellen. Einmal auf Hell, warum auch immer. Ich verstehe das mit dem Hell immer nicht. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Ja, vorwärtsfahren ergibt Sinn. Und dann können wir die Leistung erhöhen. Auf geht's. So, wir sollen an Kesselwagen ankuppeln. Aber die Bremsen lösen jetzt erst. So, wir haben wieder eine diesel-elektrische Lokomotive. Das heißt für uns, dass wir teilweise immer ein bisschen Vorlauf brauchen, damit die Motoren überhaupt Zeit haben, hochzulaufen und das Ganze dann natürlich an den Elektromotor weiterzugeben, der dann am Ende die Lokomotiven überhaupt antreibt. Dann nochmal so ein bisschen was zur Technik von einer dieselelektrischen Lokomotive, von denen ich nicht ganz so viel Ahnung habe. Ich habe mal zwar einen Lehrgang gemacht für dieselelektrische Lokomotiven, aber das ist schon ein wenig her. Und ich habe seitdem auch mit Diesel-Lokomotiven eigentlich keine Berührungspunkte mehr gehabt. Weil wir bei uns zwar Diesel-Lokomotiven haben, aber das ist halt Rangierteam. Und ich bin ja bei uns nicht im Rangierteam, sondern als Streckenlokführer mit den E-Lokomotiven unterwegs.
Daher habe ich mit diesen ganzen Dieselelektrischen, kann ich nur das abrufen, was ich da noch in Erinnerung habe von dem Kurs, den ich mal vor 5 Jahren gemacht habe oder so. Auch schon ewig her wieder. Und dann sollen wir jetzt erstmal an die Kesselwagen ran. Die Lokomotiven haben ordentlich Gewicht. 2 Lokomotiven haben wir hier. Mit einem Gesamtgewicht von 375 Tonnen. Also da kann man sich mal, wenn man das durch 2 nimmt, kann man sich mal ausrechnen, wie schwer so eine Lokomotive ist. Nochmal wieder ein bisschen Gas. Das geht hier bergab, müsst ihr dran denken. Endlich mal eine neue Lokomotive auf einer amerikanischen Strecke. Hatten wir lange nicht mehr. Ich muss nachher dran denken, für das erste Szenario die Haltepunkte wieder auszustellen. Auch bei diesem Video zählt jetzt, dass ich nicht unbedingt weiß, ob das jetzt vor dem Livestream oder erst danach rauskommt. Weil ich ja leider da ein bisschen darauf angewiesen bin, wie lange YouTube braucht, um das in HD zu verarbeiten. Ich habe ja in der Einführung zur Strecke schon erzählt, dass ich mich weigere, hier Videos mit 720p hochzuladen. Sobald es auf 1080 ist, werde ich sie veröffentlichen. 1440 wäre mir natürlich noch lieber. Bin die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen, gar nicht mehr in 1440 aufzunehmen, sondern nur noch in, Schalten wir diesen Führerstand ab und begeben uns zu dem in der führenden Einheit. In 1080p, aber naja. So, also die Bremse auf neutrale Position. Upp, Unterdrückung, neutrale Position. Dem Motorlauf aus. Generator fällt aus. Treibstoffpumpe aus. Spitzenbeleuchtung auf aus. Endlich wird das mal hier alles vernünftig erklärt, das gibt's ja gar nicht. So, dann müssen wir Operator Controls, Airbrake Trail und Cut in müssen wir stellen. Den hier auf neutral rausziehen. Und dann können wir auf Klettern den anderen. Sie hinunter und machen Sie sich auf den Weg zur führenden Lokomotive. Können wir auf die führende, jetzt führende Lokomotive. Vorhin war es ja noch die geführte Lokomotive. So, und bei den amerikanischen Lokomotiven kommen wir hier über. Upp. Upp. Und dann müssen wir jetzt diesen Führerstand hier aufrüsten. Jetzt müssen wir diese Lokomotive für den Betrieb vorbereiten. So, Treibstoffpumpe an. So, Push-to-Talk für die Funkfernsteuerung. Kennen wir auch schon. Hell. Dann dynamische Bremse aktivieren. More Options, Operator Controls, Lead und Cut-In. Back. Stellen Sie die Weiche wie angezeigt. Auch das kriegen wir noch hin. Können Sie mal hier allgemein so einen Überblick von der Strecke. Oh, wir haben hier sogar 2 Streckenäste. Wobei einer eingleisig ist. Oh, da bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Hier haben wir eine Wendeschleife sogar. Oh, hier ist ja richtig was los. Also hier könnte man ja richtig viel machen auf der Strecke. Wieder Bahnhof, ja. Nicht der größte, aber ist okay. Wieso Mit piept der? Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Piept der, wenn ich da an den Weichen rumstelle? Sehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, das Prinzip. So, die Weiche müssen wir noch umlegen. Damit das alles passt und dann sagt er, wir können losfahren, ne? Richtungswende auf vorwärts. Bremse in lösen. Was haben wir jetzt hier? Ach, so schwer sind wir gar nicht. Und dann geht er los. Dauert jetzt natürlich wieder, bis der Motor hier wieder die Leistung auf die E-Motoren bringt. Sehr lang sind wir aber auch nicht. Ist ein relativ kurzer Zug für die Strecke.
So, diesmal fahren wir entsprechend bergauf. Heißt, wir können so ein bisschen mit dem Gas spielen. Oder mit der Leistung. Ist ja hier kein Gas, ist ja kein Auto. Den Bildschirm auch ein bisschen heller machen hier. Dann sieht man da ein bisschen mehr. Jetzt geht's bergab. Oh, die Bremssteuerung ist sehr träge. Ich gerade. Das wird interessant. Der Strecke hier. Jetzt geht es aber auch schon wieder bergauf. Dann sollen wir den Cheyenne-Rangierbahnhof einmal anhalten. Und dann haben wir die Einführung für die Lokomotive hier auch schon fertig. Also relativ fix das Ganze. Ich meine, richtig interessant wird ja die letzte Einführung, wo es mal darum gehen soll, am Berg anzufahren. Bin ich mal gespannt, ob wir da was Neues lernen, was wir auf der Sandpatch Great noch nicht gelernt haben. Oder auf der Clinchfield, die ja auch hart im Gebirge verläuft. Auch eine Strecke, die ich in letzter Zeit, echt vernachlässigt habe, die Clinchfield. Vielleicht sollte ich da auch demnächst auch mal wieder hingehen, aber da sind die Szenarien auch relativ lang, teilweise sogar über 2 Stunden. Da muss ich dann mir die Zeit versuchen. Wir sehen schon, maximal Speed von der Lokomotive 70 mph. Werden wir aber wahrscheinlich auf der Strecke eh nicht fahren, zumindest nicht mit solchen Güterzügen. So, das sieht auch sehr gut aus. Gute Arbeit. Damit wären wir die Grundlagen zum Betrieb dieser Lokomotive durchgegangen. Ja, das war sie. Die Einführung zur SC70 ACE-Einführung, brauche ich ja nicht sagen, war ja die Einführung. Und ja, so erstmal ganz nett. Ich bin mal gespannt, was jetzt in den Szenarien auf uns zukommt mit der Lokomotive. Aber ihr müsst euch jetzt noch ein bisschen gedulden. Ihr bekommt jetzt noch 2 Einführungen von mir und dann bekommt ihr natürlich dann auch schnellstmöglich das erste Szenario nachgeliefert. Ich würde sagen, bleibt dran, um 20.30 Uhr heute am Donnerstag, wenn das Video am Donnerstag kommt, ist natürlich der Livestream mit der Strecke hier geplant. Kann es leider nicht voraussagen, es liegt wirklich an YouTube, wie schnell die sind mit dem Hochladen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, aktiviert die Glocke und dann bekommt ihr auch eine Nachricht, wenn irgendwas Neues ist. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, gerne in die Kommentare oder ihr kommt in den Discord. Der Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. In dem Sinne, euch jetzt noch einen schönen Abend, bis zur nächsten Folge und von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.